Wie das Ergebnis zeigt, hat der Bundesrat auch viel zu lange zugeschaut. Einmal mehr ist der Bundesrat sehenden Auges auf die Wand zugerast und hat erst im letzten Moment mit Notrecht reagiert. Meine Damen und Herren, solche Feuerlöschaktionen übernehmen Überhand in unserem Land. Das ist für uns nicht weiter akzeptierbar und auch einem verlässlichen Rechtsstaat wie der Schweiz nicht würdig. Die gehäufte Anwendung von Notrecht ist schädlich für unser Land. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, gouverner c'est prévoir. Regieren heißt vorausschauend arbeiten und antizipieren. Bei der Covid-Pandemie hatten wir keine brauchbaren Pandemiepläne. Der Bundesrat musste Notrecht anwenden. Beim Ukraine-Krieg war der Bundesrat über Tage orientierungslos, bevor er die EU-Sanktion übernommen hat. Bei der Energiemangellage wurde der Bundesrat von den explodierenden Energiepreisen überrumpelt und musste einen Rettungsschirm für die im Grosshandel tätigen Energieunternehmen aufspannen, wiederum mit Notrecht. Im Europa-Dossier, meine Damen und Herren, irrt der Bundesrat seit Jahren orientierungslos im Nebel herum und hat keinen erfolgsversprechenden Plan, wie er die Beziehungen mit unseren engsten Nachbarn auf eine stabile Basis stellen kann. Und man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass sich die nächsten ernsthaften Probleme damit einstellen werden. Nehmen wir die Stromversorgung, welche nur mit einem Strom- und Energieabkommen mit der EU sichergestellt werden kann, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Grünliberalen fordern deshalb den Bundesrat auf, ganzheitlich Verantwortung für unser Land zu übernehmen und sich nicht von Partikularinteressen leiten zu lassen und die Schweiz vorausschauend in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Notrecht ist mit allen Mitteln zu vermeiden.